Im Laufe der Millionen von Jahren andauernden Evolution entwickelte sich auf unserem Planeten eine enorme Artenvielfalt. Durch natürliche Auslese hat sich das Leben auf erstaunliche Weise an seine Umwelt angepasst. Heute sprechen wir darüber, wie Tiere auf die Welt kommen. Mach dich auf ein großes Staunen gefasst, denn heute zeigen wir dir die verrücktesten Geburtsarten in der Tierwelt. Los geht's! Pandas stehen auf jeder Liste der niedlichsten und lustigsten Tiere ganz oben. Trotz ihres Kultusstatus bleibt die Erhaltung ihrer Art immer noch eine Herausforderung. Die Fortpflanzung der Pandas ist nämlich ein komplexer und heikler Prozess. Das beginnt schon damit, dass ein Panda-Weibchen nur wenige Tage im Jahr schwanger werden kann. Und es ist nicht unbedingt so, dass sie oder ihr Partner in diesen Tagen an den Fortbestand der Art denken. Eine weitere Besonderheit ist die Geburt der Jungen. Ein Panda-Weibchen trägt ihre Jungen nur 3 bis 4 Monate aus und bringt sie vorzeitig zur Welt. Das Jungtier wird mit einem Gewicht von nur 100 bis 200 Gramm geboren, während die Mutter etwa 130 Kilogramm wiegt. Das ist der größte Größenunterschied unter allen Plazentatieren. Natürlich brauchen solche Babys ständige Pflege und Aufmerksamkeit. Erst nach 6 Monaten werden sie in der Lage sein, sich selbstständig fortzubewegen und zum ersten Mal Bambus zu probieren. Diese Kleinen sehen wie Föten aus, sie wurden aber vor etwa einer Woche geboren. Das liegt daran, dass Opossums ihre Jungen nur eine sehr kurze Zeit lang austragen, höchstens 25 Tage. Die Babys werden völlig hilflos und klein geboren und wiegen etwa 5 Gramm. Bei Beuteltierarten, wie auf diesen Aufnahmen, wachsen Jungtiere zunächst im Beutel ihrer Mutter heran. Und in 2 Monaten öffnen sie ihre Augen und ziehen auf den Rücken der Mutter, wo sie endlich erwachsen werden und alles lernen, was sie für das Leben eines Opossums brauchen. Bis sie zu einer so gefräßigen Truppe heranwachsen. Im Durchschnitt gibt es etwa ein Dutzend Jungtiere in einem Wurf. Selbst eine Möwe ist neugierig auf die Geburt eines Robbenbabys. Und das aus gutem Grund. Die meisten Robben leben unter den rauen Bedingungen kalter Meere. Es ist nicht einfach, ein Robbenbaby auszutragen. Daher haben sie während der Schwangerschaft eine einzigartige Phase der verspäteten Einnistung. Das bedeutet, dass die bereits befruchtete Eizelle in einem speziellen Zustand eintreten kann, in dem sie ihre Entwicklung stoppt. Dies ist notwendig, wenn der Körper des Weibchens unter Stress steht oder wenn die Schwangerschaft zu einer für die Fortpflanzung ungeeigneten Jahreszeit eintritt. Je nach Situation kann diese Einfrierphase bis zu 3 Monate dauern. Und wenn das Jungtier schließlich geboren wird, ist es bereits recht selbstständig. Es kann seiner Mutter sowohl an Land als auch im kalten Wasser folgen. Kennst du den Hauptunterschied zwischen Kaninchen und Hasen? Im Gegensatz zu Hasen werden Kaninchenjungen blind geboren und haben kein Fell. Die Fruchtbarkeit von Kaninchen ist seit langem bekannt. Kaninchen sind in der Lage, bis zu 10-mal im Jahr zu gebären, denn die Trächtigkeit dauert nur etwa einen Monat. Und sie können sofort nach der Geburt wieder schwanger werden. Normalerweise sagt man, dass die maximale Anzahl von Kaninchen in einer Brut 18 betragen kann. Diese Kaninchen scheinen jedoch den Weltrekord anzustreben. Die Kindheit von Kaninchenbabys dauert 21 Jahre. In freier Wildbahn verbringen sie diese Zeit in Höhlen und gehen dann zum Grasen auf die Wiese. In Gefangenschaft wird die Pflege der Kaninchen oft vom Menschen übernommen und es scheint, dass das Kaninchen bei so viel Nachwuchs überhaupt nichts dagegen hätte. Wie vermehren sich Schnecken? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt lebend gebärende Arten und Arten wie diese, die Eier legen. Um den Nachwuchs zu schützen, wenden diese Weichtiere oft einen Trick an. Sie legen an den Rändern solcher Gelege leere Kapseln ab, in denen sich keine Eier befinden.
Dadurch werden Raubtiere getäuscht und verlieren das Interesse, bevor sie zu echten Eiern gelangen. Der Legeplatz muss bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsanforderungen entsprechen, sonst sterben die Eier. Die Apfelschnecke, die Lieblingsschnecke der Aquarianer, zeichnet sich durch eine schöne rosa Gelegenfarbe aus. Wenn die kleinen Schnecken heranwachsen, werden die Eier dunkler und fast schwarz. Und für diese Landschnecke, die große Achatschnecke, ist die Schale ihres eigenen Eis die erste Nahrung in ihrem Leben. Hier ist ein weiteres Beispiel für Vielfalt. Obwohl die meisten Kakerlaken ihre Eier in einer speziellen Kapsel, der Othek, ablegen, gibt es auch Ausnahmen. Wie auch viele andere Tiere dieser Insel ist die Madagaskar-Fauchschabe einen anderen Weg gegangen und praktiziert die Lebendgeburt. Es ist ein bisschen wie eine Weltraumlandung. Diese Insekten sind recht groß und bringen auch viele Jungtiere zur Welt. Bis zu 30 Stück. Es gibt noch andere interessante Besonderheiten dieser Art. Sie haben zum Beispiel keine Flügel und können bei Gefahr sogar laut zischen. Die Inkubationszeit ist temperaturabhängig und kann bis zu 50 Tage dauern. Die Babys werden weiß geboren, färben sich aber schnell dunkel. Der afrikanische Nacktmull ist eines der geheimnisvollsten Lebewesen der Erde. Auch ihre Fortpflanzung ist außergewöhnlich. Sie leben in unterirdischen Labyrinthen und haben eine komplexe Sozialstruktur, die an einen Bienenstock erinnert. In der ganzen Kolonie produziert nur die weibliche Königin Nachkommen. Sie paart sich mit 2 oder 3 Männchen und kann im Laufe ihres Lebens hunderte von Jungtieren zur Welt bringen. Alle anderen Tiere sind zwar fortpflanzungsfähig, beteiligen sich aber nicht an der Fortpflanzung, sondern dienen als Arbeiter oder Kämpfer. So sieht ein neugeborenes Känguru-Junges aus. Nach einer kurzen Tragezeit von etwa einem Monat wird es blind und taub geboren und ist nur ein paar Zentimeter groß. Seine Hinterbeine sind fast völlig unterentwickelt, aber seine Vorderbeine haben bereits Krallen und funktionieren recht gut. Das fremdartig aussehende Jungtier nutzt sie, um die Tasche seiner Mutter zu erreichen. Dort verbringt er die nächsten 8 Monate, in denen er sich von der Muttermilch ernährt und sehr schnell heranwächst. Kängurus haben übrigens meistens überhaupt kein Fell. Guck dir diesen kleinen Burschen an. Im Alter von 8 Monaten verlassen Kängurus den Beutel ihrer Mutter. Sie sehen genauso wie Erwachsene aus, nur kleiner. Diese fröhliche Gesellschaft wird Nymphentreffen genannt. Nymphen sind junge Spinnen, die gerade aus Eiern geschlüpft sind. In diesem Zustand nehmen sie in der Regel keine Nahrung auf, sodass es für sie sicher ist, zusammen zu sein. Es besteht keine Gefahr von Kannibalismus, der bei Spinnen sehr verbreitet ist. Auf diese Weise legen Spinnen ihre Eier in einen speziell gewebten Kokon. In diesem Fall ist es die berühmte Schwarze Witwe. Dieser Kokon mit fast erwachsenen Nymphen gehört den Vogelspinnen. Je nach Art kann er zwischen 50 und 200 Spinnen enthalten. In freier Wildbahn beschützt das Spinnenweibchen ihren Nachwuchs 6 bis 7 Wochen lang, indem es sich in der Nähe des Kokons aufhält. In dieser Zeit sollte man ihr besser nicht begegnen, da sie sehr aggressiv ist. Und dieser Vorgang hat nichts mit der Fortpflanzung, sondern mit dem Wachstum der Spinne zu tun. Im Laufe des Lebens und des Wachstums werfen Spinnen bis zu 5 bis 6 Mal ihr Exoskelett ab. Man sieht, dass dieser Erneuerungsprozess nicht einfach ist und die Spinne in diesem Moment äußerst gefährdet ist.
Krokodile sind gnadenlose Raubtiere und sehr fürsorgliche Eltern. Krokodilweibchen suchen sorgfältig einen Ort für die Eiablage aus und sorgen für komfortable Bedingungen. Das kann ein Nest aus Blättern und Erde oder ein Loch am Ufer sein, das vor Regen geschützt ist. Die Weibchen legen zwischen 10 und 100 Eier, die wie Enteneier aussehen. Sie unterscheiden sich übrigens von Vogeleiern. Bei ihnen beginnt die Entwicklung viel früher, sodass die abgelegten Eier bereits Embryonen enthalten. Das Weibchen schützt das Gelege bis zur Geburt ihrer Jungen vor Raubtieren. Interessanterweise bestimmt ausgerechnet die Temperatur der Umgebung das Geschlecht des Nachwuchses. In manchen Fällen sind die Eierschalen so hart, dass die Krokodile nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft herauszukommen. Dann geben sie Laute von sich, auf die die Mutter reagiert. Sie kommt zu Hilfe und hilft den Jungen, sich zu befreien und sicher ins Wasser zu kommen. Trotz ihrer Wildheit sind kleine Krokodile immer sehr niedlich, daher sind diese Aufnahmen aus Kindergärten und Zoos sehr beliebt. Der Strauß ist der größte moderne Vogel und entsprechend groß sind auch seine Eier. Sie wiegen bis zu 2 Kilogramm. Wie man auf diesen Fotos sehen kann, vermehren sie sich in Gefangenschaft sehr gut. Die Aufzucht des Nachwuchses in der afrikanischen Savanne ist jedoch keine leichte Aufgabe. Eine Gruppe aus einem Männchen und mehreren Weibchen brütet und bewacht gemeinsam ein Gehege, das zwischen 15 und 60 Eier enthalten kann. Manchmal verlassen Strauße das Gelege tagsüber, damit die Eier von der Sonne erwärmt werden können. Dann kann es passieren, dass alle Eier durch Raubtiere oder unzureichendes Brüten sterben. Auf Farmen helfen Menschen den Straußen bei der Geburt, in freier Wildbahn müssen sie das aber selber tun. Die Eierschale des Straußes ist sehr hart, einen halben Zentimeter dick. Der Strauß verbringt mehr als eine Stunde damit, erst mit dem Schnabel und dann mit dem Hinterkopf Löcher zu stechen, um die Schale aufzubrechen. Das verläuft nicht ohne Verletzungen. Aber Strauße wachsen schnell heran und schon nach wenigen Stunden sind sie mit ihren Eltern auf Nahrungssuche unterwegs. Wusstest du, dass Eidechsen nicht nur Eier legen können? Es gibt auch lebend gebärende Arten. Zum Beispiel eine eigene Gattung namens Rieseneidechsen oder Blauzungenskinke. Diese aus der australischen Region stammende Skinke ist inzwischen in der ganzen Welt beliebt. Sie haben einen ruhigen Charakter, ein charismatisches Aussehen und sind nicht besonders anspruchsvoll in der Haltung. Selbst die Geburt ist für sie ein Kinderspiel. Je nach Art kann ein Weibchen 1 bis 20 Jungtiere zur Welt bringen. Wie man auf diesen Aufnahmen sehen kann, werden die Jungtiere sehr groß und voll entwickelt geboren. Es dauert nur ein paar Tage, bis sie sich in der Welt zurechtfinden und unabhängig werden. Axolotl sind äußerst charmante Geschöpfe. Man nennt sie kleine Drachen und dank ihrer breiten Mäuler scheinen sie immer zu lächeln. Sie sind seit langem auch als Haustiere beliebt. Das Erstaunlichste ist, dass der Axolotl keine eigene Art ist. Das ist eine Larve, eine Übergangsform einiger Amphibienarten, meist der mexikanischen Ambystoma. Das ist in etwa dasselbe wie eine Kaulquappe bei Fröschen. Allerdings ist der Axolotl keine gewöhnliche Larve, sondern kann sein ganzes Leben lang in dieser Form leben. Außerdem kann er sich dazu auch noch fortpflanzen. Die Ausschüttung des Hormons, das für die Metamorphose verantwortlich ist, erfolgt nämlich nicht ohne eine plötzliche Veränderung der Umwelt, sodass die Zwischenform zum Dauerzustand werden kann. Es ist anzumerken, dass der Axolotl schon im Ei fast genauso aussieht wie als Erwachsener.
Du hast wahrscheinlich schon gehört, dass Haie lebend gebärende Fische sind. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Etwa ein Drittel der Haiarten wird aus Eiern geboren. Und wie du sehen kannst, sind diese Eier äußerst ungewöhnlich. Beim braunen Katzenhai zum Beispiel ähneln diese Eier einer Plastikfolie. Aquarianer müssen manchmal kleinen Haien helfen, sich aus der Eischale zu befreien. Die Schale ist in der Tat sehr dicht und der Embryo kann bis zu 5 Monate brauchen, um darin zu reifen. Die Eier können wirklich unglaubliche Formen haben. Guck dir nur diese Spiral- und Ankerformen an, die aussehen, als wären sie von Menschenhand geschaffen. Diese Formen haben jedoch eine sehr praktische Bedeutung. Sie schützen die kleinen Haie vor Raubtieren und Unterwasserströmungen. Die Kornnatter ist eine der beliebtesten Schlangen für die Haltung zu Hause. Sie sind ungiftig, haben vielfältige und schöne Farben und vermehren sich gut in Gefangenschaft. Diese Schlangen sind sehr produktiv. Das Weibchen legt 12 bis 24 Eier mit flexiblen Schalen. Nach 10 Wochen benutzen die Jungtiere ihren Eizahn, um die Schale aufzubrechen und rauszukommen. Eine junge Schlange ist etwa 13 cm lang und die Färbung ist ebenso bunt wie die einer ausgewachsenen Kornnatter. Dieses Video zeigt die Eier eines größeren Raubtiers, eines Pythons. Solche Arten wie der Königspython sind auch als Terrarientiere sehr beliebt. In der natürlichen Umgebung verlassen die Pythonweibchen das Gehege nicht, sondern bewachen sie und halten die Temperatur durch Muskelkontraktionen konstant hoch. In Gefangenschaft können die richtigen Bedingungen mit Hilfe von Lampen erreicht werden. Pythonjungen verlassen die Eier mit einer soliden Größe. Sie werden etwa 60 cm groß. Die Fortpflanzung ist die wichtigste Aufgabe im Tierbereich. Aber wie hält man seine Nachkommen am Leben, wenn man ein kleiner Fisch in einem riesigen und gefährlichen Ozean ist? Eine Art aus der Karibik, der Goldstirn-Brunnenbauer, hat eine geniale Lösung gefunden. Nach der Befruchtung legt das Männchen die Eier in sein großes Maul und bewahrt sie dort auf, bis die Jungen schlüpfen. Hier kann man deutlich sehen, wie das Männchen seine Eier regelmäßig ins Wasser wirft, um sie mit Sauerstoff zu versorgen. Der Goldstirn-Brunnenbauer hat noch eine weitere interessante Eigenschaft. Er ist ein hundertprozentiger Stubenhocker, der fast nie die Umgebung seines Geleges verlässt, um das er sich stundenlang kümmert. Das sind wohl die verantwortungsvollsten Väter im ganzen Ozean. Elefanten sind äußerst intelligente Tiere mit einer komplizierten Sozialstruktur. Ihre Herden werden von einer Elefantenmatriarchin angeführt und sind in der Regel sehr freundlich. Deshalb werden Elefantengeburten zu einer Familienangelegenheit, bei der alle mithelfen wollen. Meistens geht die Elefantin in Begleitung eines ihrer Artgenossen zum Gebären, aber es gibt auch Geburten, die von der ganzen Gruppe umgeben sind, wie auf diesen Aufnahmen. Guck dir nur an, wie sehr sich diese Riesen über ihr Neugeborenes freuen. Die Schwangerschaft dauert sehr lange, 20 bis 22 Monate. Dafür kommt das Elefantenbaby sehr kräftig zur Welt und wiegt etwa 100 Kilogramm. Eine halbe Stunde nach der Geburt ist es bereits auf den Beinen und rennt hinter seiner Mutter her. Ein Elefantenbaby braucht bis zu seinem 4. Lebensjahr Fürsorge. Erwachsene Elefanten lassen es nie allein. Darum kümmert sich nicht nur seine Mutter, sondern auch die vielen Verwandten. Das Seepferdchen ist eines der bizarrsten Fische im ganzen Ozean. Man muss zugeben, dass es nicht gerade wie ein Fisch aussieht. Es schwimmt auch schlecht, weil es keine Flossen und keinen Magen hat, weshalb es sich fast ununterbrochen ernährt. Auch in Bezug auf die Fortpflanzung ist alles recht ungewöhnlich. An der Fortpflanzung sind hauptsächlich die Männchen beteiligt. Sie besitzen ein spezielles Organ, die Bruttasche, in die das Weibchen die Eier ablegt. Dort entwickeln sich die Embryonen in einer günstigen, nährstoffreichen Umgebung.
Nahrung. Wenn die Zeit gekommen ist, stößt das trächtige Seepferdchen die Jungtiere ins Wasser. Dieser Vorgang ist einer echten Säugetiergeburt verblüffend ähnlich. Stachelrochen sind uralte Fische und enge Verwandte der Haie. Es gibt fast 500 Arten von Rochen und die meisten von ihnen pflanzen sich durch Eiablage fort. Das ist ein erstaunlicher evolutionärer Faktor. Die Jungtiere schlüpfen während der Eiablage aus dem Ei und entwickeln sich dann in der Gebärmutter, wobei sie sich zunächst vom Dotter und dann vom Histotroph ernähren, eine Art Plazenta. Wenn die Trächtigkeit abgeschlossen ist, findet die Geburt statt, der wir gerade zusehen. Die Jungtiere verlassen den Mutterleib mit dem Schwanz nach vorne gerichtet. Bei einigen Arten werden die Jungen übrigens zusammengerollt, zu einer Art Zigarre geboren. Dank dieser Methode brauchen sich die Rochen keine Sorgen, um die Eier auf dem Boden zu machen, und die Rochenbabys kommen vollentwickelt und bereit für das Leben im Ozean zur Welt. Guck dir diese fröhlichen Jungen an. Wusstest du, dass Meeresschildkröten ihre Eier nur dort ablegen, wo sie selbst geboren wurden? Manchmal müssen die Weibchen große Entfernungen zurücklegen, um ihren Heimatstrand zu erreichen. Sie suchen die Gegend nach Gefahren ab und graben, wenn alles in Ordnung ist, ein spezielles, krugförmiges Loch, in das sie ihre Eier legen. Damit ist die Sorge der Schildkröten um ihren Nachwuchs in der Regel beendet. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass erwachsene Schildkröten manchmal ihren Jungen bei der Flucht helfen. Ein interessantes Detail von Wissenschaftlern: Wenn sich die Eier im Loch aus irgendeinem Grund umgedreht haben, weiß die Schildkröte nicht, in welche Richtung sie nach dem Schlüpfen graben soll und kann nicht an die Oberfläche gelangen. Diese Kleinen können sich zum Glück sehr gut im Raum orientieren. Manche Schildkrötenarten können übrigens bis zu 200 Eier auf einmal legen. Der Strand wird sofort etwas überfüllt. Die Fortpflanzung der Krabben hängt von der Jahreszeit ab und kann mit der Regenzeit oder den stärksten Gezeiten des Jahres verbunden sein. In der Regel trägt das Weibchen nach rituellen Kämpfen zwischen den Männchen und der Paarung, die mehrere Tage dauern kann, befruchtete Eier an ihren Bauchbeinen. Dort entwickeln sie sich dann zu Larven, die das Weibchen dann ins Meer entlässt. Oder wie in diesem Fall in ein Aquarium. Wie du bereits erraten hast, sind Krebstiere extrem produktiv. Die Anzahl der Eier in einem Weibchen kann von Zehntausenden bis zu Millionen betragen. Deshalb gibt es an den Stränden solche Invasionen dieser kleinen Krebstiere. Wie du inzwischen gemerkt hast, sind nicht nur Säugetiere fürsorgliche Eltern. Was ist aber mit Skorpionen? Viele Skorpione, so auch dieser, sind lebendgebärend. Embryonen entwickeln sich lange Zeit, etwa ein Jahr lang, im Körper der Mutter, bevor der Geburtsvorgang stattfindet, den wir gerade sehen. In diesem Fall werden 6 Skorpione geboren, aber es können viel mehr sein. Sie sehen noch nicht wie Erwachsene aus, sie haben keine harte Schale und ihre Füße haben Saugnäpfe statt Krallen. Diese werden benötigt, um auf ihrer Mutter zu klettern und sich an ihr festzuhalten. Schließlich werden sie zunächst unter ihrem Schutz leben, bis sie sich häuten und stark genug sind, um sich zu verteidigen und zu jagen. Yeah.
In den Weltmeeren gibt es hunderte von Garnelenarten und der jährliche Fang an Garnelen durch den Menschen beträgt tausende von Tonnen. Diese weite Verbreitung verdankt dieses Krebstier einem zuverlässigen Reproduktionssystem. Die Fortpflanzung der Garnele erfolgt in mehreren Phasen. Zunächst sammelt das Weibchen die Eier in einem sogenannten Sattel in der Nähe ihres Rückens. Dieser Sattel ist leuchtend gefärbt, weil die Eier durch ihre Schale hindurch scheinen. Danach wirft das Weibchen die alte Schale ab und das Männchen befruchtet die Eier. Das Weibchen lagert die Eier nun in ihrem Bauch, wo sie an ihren Schwimmbeinen befestigt werden. Im Video bewegt sie ihre Beine häufig, um den Nachwuchs mit der nötigen Luftzufuhr zu versorgen. Nach der Trächtigkeit setzt das Weibchen kleine, wenige Millimeter große Garnelen frei, die sofort ein aktives Leben beginnen. Du siehst gerade die ersten Schritte eines kleinen Chamäleons. Es ist erstaunlich, dass ein so winziges Lebewesen das Aussehen und die Beweglichkeit seiner erwachsenen Artgenossen vollständig nachahmt. Dieses Video zeigt die Geburt von Panther-Chamäleon-Jungen, einer großen, in Madagaskar beheimateten Echse. Es ist wie die meisten anderen Chamäleons eine eierlegende Art. Das Weibchen gräbt ein Loch in den Boden und legt 12 bis 46 Eier ab. Chamäleons sind dafür bekannt, dass sie einen ruhigen, phlegmatischen Charakter und gemächliche Bewegungen haben. Das gilt auch für ihren Nachwuchs. Die Inkubationszeit kann bis zu 10 Monate dauern, sodass derjenige, der diese Echsen selber züchten möchte, viel Geduld mitbringen muss. Es muss gesagt werden, dass es immer mehr solcher Enthusiasten gibt, da Chamäleons zahm und ein beliebtes Haustier geworden sind. Blattläuse sind winzige Insekten, die sich von Pflanzensäften ernähren. Sie kommen fast überall auf der Erde vor und sind mit etwa 5000 Arten sehr vielfältig. Einige von ihnen sind sogar lebendgebärend. Es ist erstaunlich, diesen fast mikroskopisch kleinen Vorgang genau beobachten zu können. Guck dir das nur an. Eine junge Blattlaus sieht genauso wie eine maßstabgetreue Kopie eines erwachsenen Tieres aus. Das erinnert an den Klonprozess. Es gibt einen Mechanismus bei der Fortpflanzung von Blattläusen, den man noch nicht ganz verstanden hat. Sie reagieren auf ihre Umgebung und können irgendwie bestimmen, ob die nächste Generation mit oder ohne Flügel geboren wird. Delfine. Wirklich einzigartige Tiere, die sich nicht nur durch ihre hohe Intelligenz und Freundlichkeit auszeichnen, sondern auch durch ihre Art, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen. Anders als bei den meisten Säugetieren beginnt ihre Geburt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Schwanz, nicht mit dem Kopf. Dadurch wird das Risiko, dass ein neugeborener Delfin ertrinkt, auf ein Minimum reduziert. Je nach Art kann die Schwangerschaft eines Weibchens zwischen 10 und 18 Monaten dauern, wobei nur ein Junges zur Welt kommt. Ja, Delfine bekommen fast nie Zwillinge. Außerdem sind Delfine sehr fürsorgliche und sensible Eltern. Die Mütter füttern ihre Jungen 2 bis 3 Jahre lang mit Milch und verlassen sie erst, wenn sie ihnen alles beigebracht haben, was für ein selbstständiges Leben in den rauen Gewässern des Ozeans notwendig ist. Wie man an Nahrung kommt, wie man Gefahren vermeidet und sogar wie man mit Verwandten kommuniziert. Genau wie bei Menschen. Unglaublich. Die meisten Fliegenarten, wie zum Beispiel die bekannte Stubenfliege, legen Eier, die sich dann zu Larven, dann zu Puppen und erst dann zu erwachsenen Insekten entwickeln. Im Gegensatz zu der Fliege in diesem Video sind sie in der Regel wählerisch, wo sie ihre Eier ablegen. Die Kirschfruchtfliege sucht sich zum Beispiel reife Früchte aus. Es gibt jedoch eine Fliegengattung, die eine sehr überraschende Ausnahme darstellt. Das ist die Tsetsefliege im äquatorialen Afrika. Ein widerstandsfähiges Insekt, das sich vom Blut anderer Tiere ernährt. Die Tsetsefliege ist lebendgebärend. 1 bis 2 Wochen lang trägt das Weibchen eine einzige Larve in ihrem Körper und ernährt sie. Danach wird die Larve geboren, die fast so groß ist wie die Fliege selbst. Die Larve ist bereit zur Verpuppung und gräbt sich sofort in den Boden ein. Die Tsetsefliege kann im Laufe ihres Lebens bis zu 10 Larven zur Welt bringen.
Das ist wohl die seltsamste Kröte der Welt. Sie wird große Wabenkröte genannt und lebt in den Flüssen Südamerikas. Sie hat einen abgeflachten Körper, einen kleinen dreieckigen Kopf mit winzigen Augen und kräftige Hinterbeine mit großen Schwimmhäuten. Berühmt ist sie aber nicht wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens, sondern wegen ihrer einzigartigen Fortpflanzungsweise. Nachdem das Weibchen seine Eier im Wasser abgelegt hat und das Männchen sie befruchtet hat, taucht das Weibchen tiefer und die Eier bleiben auf ihrem Rücken haften, wo sie sich in den Zellen über der gesamten Hautüberfläche ausbreiten. Ein einziges Gelege kann zwischen einigen Dutzend und 50 Eiern enthalten. Den Eiern wächst nach und nach eine Hautschicht auf dem Rücken des Weibchens, die ihnen zusätzlichen Schutz bietet. Hier entwickeln sich die kleinen Kröten, die etwa 10 Wochen auf dem Rücken ihrer Mutter verbringen, bevor sie diese voll ausgewachsen und bereit für Abenteuer verlassen. Look, here's a barn.